Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo des Arbeitsblattes Proportionalitäten. Wir schauen uns in diesem Video einige Beispiele zur indirekten Proportionalität an. Das sind Beispiele, die du aus dem Alltag kennst, aber auch Beispiele, in denen Größen auftreten, die einen mathematischen Kontext, einen mathematischen Bezug haben. Und wir wollen in diesen Beispielen herausfinden, ob jetzt zwei beliebige Größen, die wir gegeben haben, indirekt proportional sind zueinander oder nicht und verwenden dabei vor allem die bereits bekannten Formeln, die wir aus den letzten Lernvideos auch kennengelernt haben. Zu Beginn habe ich dir nun wiederum aufgeschrieben, was du bereits können solltest bzw. welche Ziele wir gemeinsam haben. Was sollst du bereits können? Ganz wichtig ist, dass du den Begriff der indirekten Proportionalität gut verinnerlichst, dass du weißt, wann zwei Größen indirekt proportional zueinander sind, welche Eigenschaften hierfür erfüllt sein müssen, beziehungsweise welche mathematische Formel hier gelten muss und vor allem aber auch, wie diese Formel auch anzuwenden ist. Und ganz wichtig ist aber auch, dass du bereits weißt, dass die indirekte Proportionalität zwischen zwei Größen eine Hyperbel grafisch darstellen lässt und dass du grundsätzlich aus dieser Hyperbel und grundsätzlich auch aus dieser Regel unbekannte Größen bereits berechnen kannst. Ganz wichtig eben im Unterschied zur direkten Proportionalität ist, dass es eine andere Formel gibt, in der das Produkt konstant ist und dass es keine Gerade als Lösungsmenge in der Grafik gibt, sondern dass es eine Hyperbel ist, die im Koordinatensystem die indirekte Proportionalität darstellt. Bei Bedarf schaut ihr da hier nochmals die vorhergehenden Lernvideos an. Welche Ziele haben wir nun gemeinsam? Ganz wichtig ist, dass du grundsätzlich nach diesen Lernvideos auch in der Lage bist, zu entscheiden, wann jetzt, ob jetzt zwei Größen auch indirekt proportional sind zueinander oder nicht. Das können Alltagsgrößen sein, aber auch Größen, die in einem mathematischen Kontext zueinander stehen. Und dass du vor allem aber auch sensibel wirst für Alltagsgrößen, die in unserem normalen Leben immer wieder auch auftreten und wo du auch Bescheid wissen solltest, okay, ob liegt eine direkte oder eine indirekte Proportionalität vor und dass du daraus auch die Konsequenzen ziehen kannst. Bei der direkten Proportionalität habe ich dir bereits das Supermarktbeispiel auch genannt. Bei der indirekten Proportionalität könnte es beispielsweise auch das Beispiel mit den Arbeitern sein, dass du ein Haus baust und dass du vorher abklären musst, wie viele Arbeiter du brauchst für den einen oder den anderen Tag und wie schnell du mit dem Hausbau oder mit Teilen des Hausbaus dann auch fertig wirst. Also solche Beispiele, die sind ganz wichtig und du musst halt hier auch wissen, okay, dass die indirekte Proportionalität eine ganz wichtige Rolle spielt. Zu Beginn habe ich dir nun wiederum auch diese Definition, die wir bereits kennen, abgebildet, wo eben indirekt proportionale Größen genau dann gegeben sind, wenn das Produkt zwischen diesen beiden Größen x mal y stets konstant k ist, beziehungsweise wenn jetzt y gleich k durch x, also die eine Größe dem k-fachen des Reziprokwertes der anderen Größe entspricht. Und wie bei der direkten Proportionalität, wo der Quotient hier stets konstant ist, ist bei der indirekten Proportionalität stets das Produkt x mal y hier konstant gleich. Die Lösungen sind hier Teile einer Hyperbel, die liegen auf dieser Hyperbel oben und ergeben dann, wenn man es kontinuierlich durchzieht, eben diese krummlinige Kurve, diese Hyperbel. Das wäre die Definition. Und nun habe ich dir auch ein Beispiel mitgebracht, wo du entscheiden sollst, okay, liegt eine indirekte Proportionalität vor oder nicht und vor allem solltest du es mathematisch mit einem kleinen Beweis auch begründen. Deine Freundin braucht für den 800 Meter langen Schulweg 15 Minuten zu Fuß. Heute hat sie frei und besucht aber nicht die Schule, sondern dich, wobei ihr 500 Meter auseinander wohnt. Jetzt ist die Frage, liegt hier eine indirekte Proportionalität zwischen dem Weg und den Minuten zwischen diesen beiden Größen hier vor oder nicht? Das solltest du anhand einer kurzen mathematischen Begründung auch darlegen können. Du kannst dieses Beispiel nun in ein Übungsbuch, Übungsheft übertragen und versuchen auch selbstständig zu lösen. Schauen wir uns dieses Beispiel nun gemeinsam an.
Du hast 800 Meter, deine Freundin 800 Meter Schulweg, 15 Minuten, heute hat sie frei und besucht dich in 500 Meter Entfernung. Jetzt können wir uns einmal überlegen, okay, wenn ich zu Fuß gehe und ganz normal gehe, ohne jetzt zu laufen, immer eine konstante Geschwindigkeit, dann habe ich für einen längeren Weg brauche ich natürlich länger an Zeit her, wie für einen kurzen Weg. Wenn ich 10 Meter gehe, brauche ich natürlich kürzer, als wenn ich 100 Meter gehe. Wenn ich 800 Meter den Schulweg zurücklege und 15 Minuten brauche, dann brauche ich natürlich für 500 Meter weniger an Zeit, weil ich ja schneller beim Haus, beim Ziel ankomme. Das heißt, ich brauche hier eigentlich nicht lange zu überlegen und weiß, dass ich hier keine indirekte Proportionalität eben habe, denn die Größe x für den Weg und die Größe y durch die Minuten, die sind hier direkt proportional. Wenn ich einen normalen Weg, eine normale Geschwindigkeit zurücklege, dann ist hier eben eine direkte Proportionalität und keine indirekte Proportionalität auch vorhanden. Mathematisch gesehen könnten wir das hier so anschreiben. Für 800 Meter brauche ich 15 Minuten und für 500 Meter genau, da muss ich zunächst einmal den Wert für 100 Meter herausfinden. Das heißt, ich muss hier dividieren durch 8, also muss ich hier multiplizieren, sollte es indirekt proportional sein. Dann muss ich hier mit 8 multiplizieren, dann bekomme ich insgesamt 120 Minuten. Und wenn ich dann 500 Meter zurücklege, dann multipliziere ich hier mit 5 und muss hier durch 5 dividieren. Und 120 durch 5, das wären hier insgesamt 24 Minuten. Wenn man das jetzt realistisch betrachtet, braucht man für 800 Meter 15 Minuten und für 500 Meter 24 Minuten. Das wäre nicht realistisch, wenn man grundsätzlich die gleiche Geschwindigkeit geht oder läuft. Also liegt hier keine indirekte Proportionalität vor, denn mit Hilfe der indirekten Proportionalität führt uns das auf kein realistisches Ergebnis. Also das heißt hier keine indirekte Proportionalität. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Welche Größen sind zueinander indirekt proportional? Ich habe dir hier zwei Beispiele mitgebracht. Unter anderem das erste, Anzahl der Erben mit der Größe des Erbteils. Wenn man das jetzt kurz sich überlegen möchte, wenn man jetzt beispielsweise ein Vermögen von 1000 Euro auf zwei Enkel oder auf zwei Erben aufteilt, dann bekommt jeder, wenn man es gleich macht, 500 Euro. Wenn man es auf 10 Erben aufteilt, dann bekommt jeder 100 Euro. Das heißt, je mehr Erben ich habe, umso weniger bekommt jeder Erbe. Wenn ich die doppelte Anzahl an Erben habe, dann bekomme ich die Hälfte des Erbteils. Wenn ich die vierfache Anzahl an Erben habe, dann bekomme ich dann das Viertel des ursprünglichen Erbteils. Das heißt hier, also wenn ich hier multipliziere, muss ich hier mit derselben Zahl auch dividieren. Also liegt hier eine indirekte Proportionalität vor, also mache ich ein Häkchen. Wenn ich hier das zweite Beispiel mir anschaue, Anzahl der Schafe mit der Menge an Wolle. Wenn ich ein Schaf habe, das beispielsweise eine gewisse Anzahl an Wolle produziert oder hergibt, dann habe ich für die doppelte Anzahl an Schafen, habe ich natürlich die doppelte Anzahl an Wolle. Wenn ich die vierfache Menge an Schafen habe, dann habe ich die vierfache Menge an Wolle. Das heißt, hier muss ich mit derselben Anzahl multiplizieren, sowohl bei den Schafen als auch bei der Wolle. Also ist es hier nicht indirekt proportional, sondern auf der anderen Seite wäre es genau direkt proportional. Also wir sehen schon, das sind Beispiele aus dem Alltag, wo man die direkte und die indirekte Proportionalität immer wieder auch vorfindet.
Schauen wir uns jetzt das Beispiel am Arbeitsblatt an. Dort haben wir, wiederum habe ich dir die Definition noch abgebildet. Hier haben wir eben vier verschiedene Beispiele, wo wir entscheiden müssen, ob jetzt diese Größen indirekt proportional zueinander sind oder nicht. Und dann gegebenenfalls auch eine Formel aufzustellen. Du kannst dieses Beispiel nun selbstständig einmal probieren und versuchen, eine Formel für die jeweils mathematischen Größen auch aufzustellen und davon ausgehend dann zu entscheiden, mit Hilfe eben dieser obigen Definition, ob jetzt diese Größen indirekt proportional sind zueinander oder nicht. Du kannst dieses Video nun hierzu stoppen. Schauen wir uns dieses Beispiel nun gemeinsam an. In einem ersten Beispiel haben wir die Seitenlängen A und B von Rechtecken mit dem Flächeninhalt von 42 Quadratzentimeter. Wir müssen jetzt zunächst einmal versuchen, eine Formel für den Flächeninhalt aufzustellen. Und zwar lautet der Flächeninhalt von einem Rechteck A ist gleich A mal B, Länge mal Breite, und das wäre 42, denn wir wissen, das ist 42 Quadratzentimeter. Jetzt haben wir, jetzt blicken wir hinauf zu unserer Definition, x mal y ist k. Die eine Größe wäre jetzt x, die andere Größe wäre y und dieses k wäre 42. Dieser konstante Faktor, der bleibt hier gleich. Das heißt, wenn ich jetzt habe a mal b, das wäre x mal y und das wäre 42, das wäre unser k, dann folgt aus dieser Definition heraus, dass diese beiden Größen, die Länge und die Breite eines Rechtecks bei vorgegebenem Flächeninhalt, hier indirekt proportional zueinander sind und damit haben wir das erste Beispiel bereits gelöst. Schauen wir uns das zweite Beispiel an. Beim zweiten Beispiel geht es um die Dichte, die Masse und das Volumen. Wenn ich die Masse und das Volumen als zwei Größen jetzt gegeben habe und ich habe die Dichte mit 23 Gramm pro Kubikzentimeter gegeben, dann muss ich hier wiederum kurz überlegen, wie ist die Formel für die Dichte? Die Dichte hat eine Formel, eine mathematische Formel von Masse durch dem Volumen. Das heißt, und das wäre ja insgesamt 23, weil wir wissen, dass die Dichte 23 Gramm pro Kubikzentimeter ist. Jetzt habe ich die eine Größe, durch die andere Größe ist 23. Das würde nicht dieser Formel hier oben entsprechen, dass das Produkt hier konstant ist, sondern dass der Quotient hier konstant ist. Und wenn der Quotient hier konstant ist, dann wissen wir, dass es keine indirekte Proportionalität, sondern eine direkte Proportionalität hier gibt. Das heißt, hier folgt keine indirekte Proportionalität, aber wenn wir in Klammer hinschreiben dürfen, es wäre direkt proportional. Gut, schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Und zwar die Dichte Rho und die Masse M von Körpern mit einem Volumen, mit einem vorgegebenen Volumen von 6 Kubikzentimeter. Dazu müssen wir uns wiederum die Formel herleiten, wie jetzt das Volumen aus der Dichte und der Masse eben zusammengesetzt wird. Wir wissen, dass Rho Masse durch Volumen ist, das wäre Masse durch 6. Und wenn man das umformt, dann würde man hier auf die Formel stoßen. 6 ist gleich Masse durch Rho. Und wir sind wiederum bei derselben Ausgangslage wie in B, dass hier nicht das Produkt, sondern hier der Quotient hier konstant wäre. Also gilt hier wiederum, dass hier keine indirekte Proportionalität vorliegt. Keine indirekte Proportionalität, aber es ist wieder sehr wohl direkt proportional. Gut, und wenn wir uns das letzte Beispiel anschauen, die Dichte Rho und das Volumen V bei einer vorgegebenen Masse von 87 Kilogramm, dann wenden wir wiederum dieselbe Formel für die Dichte an. Und zwar die Dichte ist gleich Masse durch Volumen. Und wir wissen, die Masse ist 87. Dann können wir das hier bereits hinschreiben. Wenn wir das umformen, wenn wir mit dem Volumen multiplizieren, dann bekommen wir das 87. Dasselbe ist wie Rho mal V, also haben wir wie hier wiederum, dass das Produkt konstant ist zwischen Rho und V, ist 87 und daraus folgt, dass wir hier eine indirekte
Proportionalität vorfinden. Also das heißt, in dieser Formel Rho ist gleich Masse durch V haben wir jeweils zweimal eine direkte Proportionalität zwischen der Masse und dem Volumen und zwischen der Dichte und der Masse und einmal eine indirekte Proportionalität zwischen der Dichte und dem Volumen. Wir sehen also, in einer Formel stecken drei verschiedene Proportionalitäten eben drinnen. Anhand von diesen Beispielen wollten wir gemeinsam jetzt eben uns anschauen, wie sich die indirekte Proportionalität im Alltag, aber auch in mathematischen Beispielen auch auswirkt und wie wir hier anhand von dieser Formel, die wir vorhin formuliert auch haben, wo das Produkt eben auch stets konstant ist, wie sich diese Formel auch in Beispielen auch anwenden lässt. Und wir sehen also, wir können mit Hilfe dieser Formel relativ einfach diese Beispiele auch lösen. In unserem nächsten Lernvideo werden wir uns auch anschauen, wie die indirekte Proportionalität sich mit Schlussrechnungen auch verbinden lässt. Wie wir Schlussrechnungen auch durchführen können, um jetzt Beispiele der indirekten Proportionalität auch leichter und schneller lösen zu können. Ich freue mich darauf. Bis bald!